Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer heutigen Begegnung, die hier im Estadio Ciudad de Valencia stattfindet. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir präsentieren heute ein Rückspiel aus diesem Wettbewerb. Levante gegen AC Mailand. Deutlich konnten die Gastgeber das Hinspiel gewinnen. Die Favoritenrolle haben sie damit auf jeden Fall. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Levante sieht sich so in der Eigenbetrachtung eigentlich ja doch ein bisschen weiter vorne, als es dann letztlich immer der Fall ist, oder? Jawohl, Ambitionen sind auf jeden Fall da. Die Frage ist halt nur, ob man die dann auch umsetzen kann. Ist das wirklich alles realistisch? Und da haben wir die Startformation von Levante. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Da die Einblendung. So will der AC Mailand heute also ins Spiel starten. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Roger. Der Ballverlust. Laxalt. Da ist Ibrahimovic. Ah, den muss er besser verteidigen. Hernandez. Chance zur Führung. Da hat ja kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Da, ja, mit viel Übersicht. Da ist er jetzt durch. Die Riesenchance. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Der neue Spielstand in Addition beider Spiele heißt 4-0. Weiter geht's. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ibrahimovic jetzt. Es gibt Einwurf. Gutes Pressing jetzt. Campagna. Und jetzt haben sie den Ball. Halilovic. Da ist er alleine durch. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Ja, mit viel Übersicht. Und jetzt. Da ist die Chance. Immer noch gefährlich. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Es geht weiter, neuer Spielstand in Addition, 5-0. Levante, con el 11, José Luis Morales. Laxalt. Esta es una llamada para los tíos de Rodrigo García. Nuestro sobrino os está esperando en recepción. Der Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Andrea Conti. Davide Calabria. Schöner Einsatz hier jetzt auf Außen. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Klasse Aktion. Ball ist weg. Andrea Conti. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Schöne Flanke jetzt. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sieht vielversprechend aus. Ibrahimovic. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Den Ball entschärft er ganz locker. Sie verlieren den Ball. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Zlatan Ibrahimovic. Ball ist wieder weg. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ball ist jetzt wieder weg. Den Ball holt er sich. Guter Vorstoß. Kann was werden. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Er ist heute einer der auffälligsten. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Anstoß für den AC Mailand. Weiter geht's mit Durchgang 2. Halilovic. Ibrahimovic hat den Ball. Abgefangen, gut gemacht. Campagna. Super dazwischen gegangen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Roger. Ballbesitz verloren.
Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und da ist der Ball wieder weg. Rucina. Pass auf die Außenbahn. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er läuft ganz alleine aufs Tor zu, aber macht ihn nicht rein. Der Torhüter reagiert gut und bleibt Sieger. Sie werden hier wechseln. Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Und Ibrahimovic. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Kommt jetzt die Flanke rein? Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke kommt ins Zentrum. Jetzt schießt er. Gut gehalten. Ja, der nächste tolle Pass. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Wird das eine Torchance? Super Zweikampf, den Ball hat er. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ist hier immer noch am Ball. Klasse Chance jetzt. Klasse ausgeführt, dieser Konter. Und da fehlt dann am Ende nicht viel. Das sah gut aus, was Sie da gemacht haben. Das können Sie, das haben Sie drauf. José Gómez Campaña. Entrará en el terreno de juego con el 22, Melero. Entrará un par de piernas frescas para el Milan. A descansar a la banda con el 19, Theo. Entrará en su lugar Laxalt. Con el 13. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Und nun Ibrahimovic. Ein wenig ist die Luft raus aus dieser Partie. Der Spielstand ist eindeutig und so warten hier beide Mannschaften auf den Abpfiff. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Hakan Çalhanoğlu. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen. Jetzt ist es gefährlich. Da passt er super auf und hat den Ball. Zwei Minuten werden nachgespielt. Roger. Schöne Aktion. Gefährlich. Und Tor. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient.
So, das war's dann auch für dieses Rückspiel. Sie sind durch, sie sind weiter. Über beide Spiele gesehen waren sie klar besser und so ist es logisch, dass sie in die nächste Runde einziehen. Und nach diesen Ergebnissen ist auch da noch einiges drin.